Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zur zweiten Folge von Assassin's Creed Black Flag 4, Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich habe mal ein bisschen die Toneinstellung runtergepackt, weil es war schon echt laut. Etwas Upgrade Schwert, hier. Das wollte ich euch zeigen, hier gibt es die, guckt, zeige ich euch das. Geschwindigkeit 4, Combo 3, Schaden 4, ich glaube ich habe immer das hier genommen. Wir haben gerade das hier. Ja, ich hatte immer das hier. Damit mache ich sehr viel Schaden. Oder habe ich das hier? Eins von den beiden hatte ich. Dann Pistolen, da hatte ich die hier immer. Oder hatte ich die? Ach, ich weiß gar nicht. Eine, die bekommt man. Da kosten 0. Ne, für die Beendigung von Community-Herausforderungen verliehen. Für die Beendigung aller Marineaufträge verliehen. Ne, die wollte ich mir immer holen. Die. Das Ding hat einfach eine scheiß hohe Reichweite. Die wollte ich mir immer holen. Oder habe ich mir auch geholt. Und Monturen, das sind Mäntel einfach. Dann kann man hier herstellen, Pistolen, mehr Leben. Hier kann Edward 10 zu den Kugeln beitragen. Und ja. 2 Jahren noch im Krieg waren, oder? Hier bin ich und handle mit Spaniern, als wären es meine Vettern. Stimmt was nicht, Duncan? Nein, gar nicht. Sand in der Kimme. Wo ist die beste Absteige in der Stadt? Ich sterbe für ein Nickerchen. Oder Siesta besser gesagt. Ich bin auf dem Weg zu einer Gaststätte, um Händler zu treffen. Ich könnte euch den Weg zeigen. Dann geh vor. Perfekt. Ich hoffe, ihr verweilt. Ist jetzt wirklich der Ton runtergesetzt? Ja. Weil davor war es etwas laut. Sag ich mal. Ich kann gerne bleiben. Vielleicht trinke ich was. Bestens. Ein Umtrunk. Hallo. Je, welch widerlicher Anblick. Nun, die haben kein Herz für Piraten hier, oder? Ich frag mich, wie viele Real die gestohlen haben, um so zu enden. Da ist ein Spanier. Hola, die Dame. Ihr kennt diese Frauen doch nicht. Nein, sie verlangen Geld für dieses Privileg. Ein paar Dutzend Real für jede Stunde Bekanntschaft. Interessiert? Natürlich kennt er mich jetzt hier nicht. Um Gottes Willen, ich bin ein vermählter Mann. Vermählte Männer sind ihre Stärke. Aha, hier ist ein Lieferant für persönliche Waffen. Ich sollte mir eine Klinge besorgen, Duncan. Eine, wie ihr habt. Das rostige Messer ist kaum der Rede wert. Auch dann komme ich mir vor wie ein Schoßhund, wenn ich euch so nachlaufe. Vielleicht wäre ein kleiner Dolch angemessen. Mal sehen, was er anbietet. Na. Vielleicht kaufe ich auch ein Schwert und wir steigen beide im Rang. Oh, wir werden ein tolles Team, wir zwei. Teufelskerle. Dann leih mir ein paar Real, Mann. Ich hab dich gerettet. Ja, natürlich. Danke. Ein paar Schwerter kaufen. Schwertset. Britisches Entermesser. Ein verbessertes. Ja, ein Geschwindigkeit mehr, ein Kombo mehr und ein Schaden mehr. Das passt schon viel besser. Wie lief's bei dir? Es hat nur für ein kleines Messer gereicht, leider. Naja, besser doch, als... im Zweikampf kann es helfen. Ja. Oh, Herr Jemine. Ich hab uns in die Irre geführt, Duncan. Das macht nichts. Ich verschaffe uns einen Überblick. Wonach suchen wir? Ach, eine Taverne mit einer Art Biergarten. Du musst doch hochkommen, oder? Ja. Junge. Da. Los, hoch. Oh. Hier einmal runterfallen und man ist tot, würde ich mal sagen. An jedem Finger ein Haken. Daran erkennt man den echten Seemann. Aha, ja, sehr gut gesagt. Wenn jetzt die Glocke läutet, dann ja. Los, nee, zweit. Oh Gott.
Und da. Nein, nicht doch nicht da hoch. Mann, geh doch mal da runter. Synchronisieren. Ich weiß gar nicht, das bringt. Ah, dann erkunden wir die Karte, sagen wir jetzt mal. Havanna erkunden wir. Ich weiß nicht, wo ich. Ich glaube, ich sehe die Schenke. Nicht mehr weit. Halt durch! Guter Gott, was soll ich tun? Zack! Ich kann nicht atmen! Meine halt, oder ich brech dir die Knie, wenn ich dich kriege! Optionale Mission ist das. Also, man müsste das nicht machen, aber weil. Ja. Fest euch. Gleich hab ich dich, du Hundsfott! Hundsfott? Ah, ja, gute Beleidigung. Nicht mehr lange! Hier. Ich will dich nicht in den Hafen jagen. Oh, warum? Ja, tschüss. Du hast den Falschen beraubt, Mann. Einen Mann mit gefährlichen Freunden. Ja. Würde ich mal so sagen. Munition! Ey. Plündern. 14 Rauch. Ah, eine Rauchbombe. Yay. Das ist. Ich glaube, den. Ich kann da, dass der weg ist. Sorry. Ah, nix. Ist doch. Mann, jetzt habe ich mich ganz Spanien gefühlt, bevor ich angefangen habe. Zack, zack. Oh, Piraten. Die helfen mir. Zack. Oh, die Axt, die ist immer geil. Dann können wir die auch gleich mal plündern. Weil dort bekommt man dann auch Munition raus. Oh ja. Werfmesser. Das ist geil. Was geht, wie macht man das? Ah, Rauchbombe, Geld, dann kommen Leute zu mir. Oder halt ein Werfmesser. Kann ich das nicht sogar. Achso, dann können wir ja auch Körper aufheben und den dann halt umtragen. Danke! Bei Zeus, ihr lebt noch! Ups. Natürlich lebe ich. Der Knilch war kein Problem. Ah ja. Achso, dazu sagt er nichts, dass ich vorhin gerade vier Spanier getötet habe. Lass dir Zeit, ich warte hier. Was denn, ein Waliser hier mitten im Kanakenland? Bin auch Engländer. Und schlag die Zeit tot, bis der nächste Krieg mich wieder ruft. Zum Glück hat King George einen Pisspot wie dich unter seiner Flagge. Schlingel! Alter, bitte Stress. Dein Gesicht kenne ich doch. Du gehörst zu den Piraten unten in Nassau. Halt dein vorlautes Maul, sonst stopfe ich es dir, verstanden? Edward, oder? Du Bastard! Hey, ich habe ihn gewarnt. Ach, Leute. Ich benutze nur meine Finger. Du willst deine Abreibung? Ich geb dir einen. Ja, hab. Oh, das war genickgebrochen. Na kommt, Leute. Ich hab Vögel mit dickeren Armen gesehen. Get on the other side! Ich darf halt nicht angreifen. Na komm! Alter, Leute. So, nächster auf dem Boden. Leute, wie viele wollen noch eine Schlägerei? Na kommt!
So, bitteschön, meine Güte. Oh, die Spanier kommen. Ihr lasst mich doch nicht allein. Ich hol dich ein. Perro Inglés. Doch, nö. Rauchbombe. 5 und dann Ding. 5 und F. Aha. Ich bin weg. Tschüss, Leute. Aua. Hey, Leute. Weg hier. Tschüss. Ich glaube, das war nicht nötig gewesen, aber... Nein, das hat nicht mehr funktioniert. Okay, weg hier. Ich habe keine Rauchbomben mehr. Oh Gott, sind die wieder... Guckt mal auf der Karte, wie viele Spanier hinter mir her sind. Ja. So, jetzt haben wir uns versteckt. Das sind die uns hoffentlich nicht mehr. Moin, moin. Ach du heiliges. Ah! Ich wollte doch nur einen Sweetshop machen. Für Spanier hinter mir her. Oh. Durch da. Schnell weg hier. Alter. Ah. Ah, schießt doch nicht auf mich. Leute. Nee, dafür habe ich gerade keine Zeit. Mission beendet. Havanna, wie es lebt und lebt. Abgeschossen. 100%. Erinnerungssynchronisie. Ich hab grad Essen bekommen. Von meiner lieben Mutter. Lecker Oreo-Kekse. Ah. Mmh. Dort ist ein Kurier, den können wir fangen. Ist eine Nebenmission, müssen wir nicht machen. Und wenn wir den, ja, fangen. Dieser Mann, er ist Pirat. Er ist der Pirat. Was bin ich solchen für ein Pirat? Ein, hallo, geh doch mal da hoch. Ja, ja. Dieser Mann, er ist Pirat! Er ist der Pirat! Dieser Mann, er ist Pirat! Er ist der Pirat! Maldita sea! Hora de volver con mamá! No me jugaré el pecho! Corre! Piste, ey! Also. Und jetzt können wir auf der Karte hier die ganze Zeit rumlaufen. Dort ist ein Schatz, den habe ich gesehen. Sorry. Oh, da. Ne, stehe ich genau drauf. Wo ist der? Stehe ich genau drauf. Finde ich sehr gut. Oh, haben wir viel bekommen. Sorry. Irgendwas ist mit meiner Nase passiert. Ein bisschen was auf die Nase. Ein bisschen was abbekommen. Mann, ey, jetzt geh doch mal hier hoch. Zwei, ich brauch die zwei. Ach nee, die eins ist das. Hä? Drei, ach so. Bitteschön. Danke. Kenway, richtig? Ich bin auf eurer Seite. Danke. Oh, Waffe kaufen. Sorry. Waffe kaufen. Bitte, ich kann mir...
Kunstgegenstände. Jagdbeute verkaufen. Hier, Knochen. Nee. Und Wildschweinhaut. Steuerung. Alles verkaufen. Genau. Das will ich haben. Erstmal will ich auch eine Pistole. Naja. Totenkopf ist eine andere Mission. Wir machen jetzt mal die richtige Mission. Piraten auch noch heulen. Ja, nee, brauche ich nicht. Hier darf ich leider nicht rein. Ja, ja, meine Güte. Jetzt kann ich einfach F drücken, damit ich das Messer werfe. Aber ich muss jetzt mal zum Hafen gehen und nicht erstmal Keks weiter. Lecker Keks. Zucker. Verzeih den plötzlichen Abgang. Kleines Missverständnis. Leider nur eins von vielen. Au. Ah, Himmel. Tut mir leid, Freund, das war meine Schuld. Ich versuche nur, den Spanier nicht ins Auge zu fallen. Das macht fast nichts. Was stimmt, England und Spanien? Möglicherweise haben die Soldaten meinen Zucker konfisziert. Und eure Depesche. Mist. Wo sind sie hin? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Schätze, diese Burschen wissen es doch. Mein Spanisch ist muy maldad. Also frage ich. Lieber nicht. Verdammt. Nun gut, komm, folgen wir ihnen und retten meine Karten. Und mein Zucker? Ja, und was in meinen Unterhosen? Das werden wir ja sehen. Naja, V drücken für Adlerauge, damit wir sehen, wo die sind. Ja, ja. Nicht, wenn du still bist und außer Sicht bleibst. Wenn wir so grau sind, dann heißt es, wir sind so ein bisschen unter. Ich glaube, bald habe ich den Dreh raus. Still. Ich fürchte, die wissen von uns. Sei leise. Oh, vielleicht teilen wir uns auf, um sie zu verwirren. Nein. Das war deine beste Idee heute. Buenos dias, señores. Ihr seid spät. Ja, sie, das tut uns sehr leid. Unser Captain hielt uns auf. Ja, ja. Oh Gott. Ja, lauf ruhig weiter, ich bin nicht hier. Ja. Wahrscheinlich kommt er hier. Das wäre Captain Mendoza? Ja, Senor. Er freut sich sehr, euch zu treffen. Er muss nur vorher. Ja, ja, ich halte ja schon im Auge. Hinrichtung, Senor. Hinrichtung? Ich liebe Hinrichtungen. Ja, Senor. Sehr amüsant. Wenn die Glocke klingt, können wir los. Wenn es euch beliebt. Wenn schon, dann erbeute ich noch. Und vor allem, wenn Captain Mendoza die Falltür öffnet. Der Mann schuldet mir Geld für Sklaven, die ich ihm verkaufte. Natürlich, Senor. Captain Mendoza wird euch gerne bezahlen. Wir haben Fracht geladen, Zucker und dergleichen. Exzellent. Baldwai! Es ist auch sehr gefährlich, auf den Dächern hier oben zu laufen. Warum mache ich das auch? Naja, vielleicht das, damit sie mich nicht sehen. Vom
rennt ihr auf einmal so? Hallo, Leute. Leute, rennt doch nicht so. Ja, es ging um ihn gelaufen. Geht ruhig mal weiter. Wir sind fast da. Boah, sind hier wieder gute Menschen Maschen. Alter, das ist mit meinem Deutsch los. Hier lang! Hier lang! Was passiert, wenn ich mein Messer werfe und der tot ist? Nein! 20 Sekunden nur noch, komm. Oh, noch gefunden. Kurz. Hoffen. Hopp, 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 hopp. Jetzt müssen wir in der Stimme bleiben. Wie lange wird das Schauspiel dauern, Mann? Ich will nicht den ganzen Tag auf den Captain warten. Das geht ganz schnell, Senor. Captain Mendoza muss den Mann nur hängen. Und dann wird er euch euer Geld bringen. Ah, Lou, man kann sie auf die Bank setzen. Ich will keine Real. Denk daran. Ich will Waren, die ich verkaufen kann. Tabak, Rum, Zucker. Massen. Darf ich nicht mit dir hier sprechen? Si, wir haben guten Zucker. Kisten, die wir gestern einem fetten Engländer abnahmen. Engländer? Ja, was für Engländer hier? Si, Zucker von Barbados. Sehr fein. Wir haben ihn im Castillo, nachdem der Mann gestern Abend einen Streit vom Zaun brach. Er floh und ließ den Zucker zurück. Sehr großzügig. Da, wo der hängt. Ein Anfang. Soll ich ihn dann zum Castillo begleiten? Nein, Senor. Captain Mendoza wird ihn euch schicken, glaube ich. Ihr werdet sehen. Guter Gott. Ist dieser Ries euer Captain Mendoza? Nein, Senor. Das ist El Tiburón. Einer von Gouverneur Torres' Männern. Ah, jetzt müssen wir den nächsten hier verfolgen. Den Kapitän verfolgen. Der gute alte Kapitän. Ist das die englische Flagge? Ja, nein. Fragt bitte nicht, warum ich dachte, das wäre die englische Flagge. Ja, da kommen wir auf jeden Fall rein. Ich muss da hoch. Ja. Dann muss ich hoffen, dass er hier irgendwo rauskommt mal. Und wir haben mich gesehen. Ey, du was? Geh doch da mal weg, ey, du Idiot. Moin. Geht er jetzt da hinten raus? Sorry. Nur stehen. Leute, ihr müsst es doch nicht machen. Nochmal. Ich will ein bisschen Spaß haben. Hier, let's go.
aus Bitte stehl den, wurde auf einmal Bitte töte alle Spanier, die da waren. Ah, schön die Eier gekriegt. Nein! Nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Weil er weggebackt ist. Mann, warum backt er denn auch weg? Ja, dann lege ich mich jetzt nochmal komplett gegen Spanien an. Immer irgendwas gegen Spanien. Ja, komm her, meine Güte, ey. So, Kapitän ist tot. Danke, Frau irgendwer. Tänzer an Anhören, um die Wachen abzulenken, nicht den Kämpfen verwickeln. Okay, ich muss da irgendwie rein, ohne... Okay, ich will den Schatz haben. Also, ich muss jetzt eine Tänzerin anhören. Okay. Und irgendwie die Dings ablenken. Was habt ihr? Da ist noch nichts passiert. Was? Ich muss da rein. Ach so. Tänzerin. Ich guck mal kurz eine Tänzerin. Moin. Oh Gott, muss ich weit laufen für die Tänzerin. Wartet. Los, hallo. Zu mir. Gut, ich muss die Wache da ablenken. Das sind vier Dings. Da ist eine Wache. Und dort sind scheiße viele Wachen. Gebt ihnen was zum Nachdenken. Los, Mädchen. Jetzt nicht mal wie lange geht denn die Folge überhaupt schon? 29 Minuten. Das dauert ein bisschen. Aha. Nicht in Kämpfe verjagt. Wie soll ich das denn schaffen? Ey? Also nicht in Kämpfe, das heißt nicht, dass ich die. Scheiß drauf. Was ist, wenn ich neu... Nein. Letzten Checkpoint. Warum muss er sich auch genau dann umdrehen? Okay.
Ah, jetzt sind die auch Tänzer mal. Oh. Mit. Ja, gib dem mal alle was. Ab. Währenddessen esse ich mal was. Glück ab. Perfekt. Hey, du, halt doch! Intenta escapar? Du bist du nur wieder der Mutsch. ¡No lo perdáis ahora! Ja gut. So, er guckt über meine Richtung. Ja. Vuelve aquí, perro sarnoso. En fin, mejor volvemos. Genau, dann geht doch. Kurzer Beuten. Und dann schnell wegtragen. Komm, 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 komm. No lo pienso perder. Der. Ach, moin. Achso, ich wollte ihn irgendwie verstecken. Ja. Noch mehr? Oh, ja. Gott, Gott, Gott. Oha, was war das denn für ein Attentat? Und da ist die Axt. Oh. Jetzt kommt das Geile mit der Axt. Was ich immer mochte. Die geht weg. Tschüss, Axt. Ich muss hoch. Nein! Ja, das machen wir dann beim letzten Mal. Weil ich möchte nicht hier noch mehr als 33 Minuten aufnehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Achso, ja. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.